Hallo, alle miteinander. Dieses Licht kommt von Elmi zu Ihnen. Was Sie hier sehen, ist die reine Energie, die in den Photonen dieses Lichts lebt. Diese Energie kann helfen, Ihren Körper zu heilen oder Sie tiefer in Ihr Inneres zu bringen. Ich lade Sie ein, es sich bequem zu machen, sich zu entspannen, mitzumachen und sich zu konzentrieren, während Sie dieses Licht beobachten. Heute möchte ich mit Ihnen über zwei Begriffe sprechen. Eines ist die Erleuchtung und das zweite ist das Ende des Lichts. Erleuchtung ist ein Begriff, den ich nur für den Buddha verwende, weil der Buddha geboren wurde, um die Wahrheit der Erleuchtung vollständig zu erkennen und zu verkörpern und diese Lehren der Welt zu bringen. Das Ende des Lichts ist ein Begriff, den ich für mich selbst benutze, um meine eigene Erfahrung des spirituellen Erwachens zu beschreiben und den Punkt der Verwirklichung zu erreichen, an dem ich nicht mehr wiedergeboren werde. Sprechen wir jetzt über Licht. Wissenschaftler sagen, dass Licht eine Welle und ein Teilchen ist. In ihrer Forschung haben sie etwas im Licht entdeckt, das als Photon bezeichnet wird. Photonen leben in allem, überall, in unseren Körpern, in einem Bleistift, in der Luft um uns herum und im Weltraum. Photonen befinden sich in jedem Teilchen im Universum. Aus meiner eigenen Erfahrung, dies tief in mir selbst zu erforschen, möchte ich hier zwei Dinge teilen. Erstens, das Leben in jedem Photon ist eine Kraft, die ich reine Energie nenne. Zweitens, reine Energie ist die Kraft, die das Photon befähigt und antreibt, zu leben und sich zu bewegen. Reine Energie ist die Kraft, die alles Leben und die Kraft gibt, einschließlich jedem von uns. Es ist wie mit dem Elefanten, der die gesamte Existenz auf dem Rücken trägt. Reine Energie ist in diesem Licht, das Sie hier sehen. Und das möchte ich heute mit Ihnen teilen. Danke fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank.